Präsentationen sind so wichtig, denn da werden Entscheidungen getroffen, da werden Weichen gestellt, wie es weitergeht, da werden Verkäufe gemacht, da werden Menschen gewonnen, überzeugt, motiviert, inspiriert. Ich nehme eine ganze Menge mit, wie ich meine Körpersprache in Vorträgen oder bei Präsentationen optimieren kann. Sehr lebendig, sehr anschaulich, richtig unterhaltsam auch. Bin eigentlich erschöpft und müde reinkommen, aber war die ganze Zeit wach. Wenn sich zwei Rüden begegnen, die sich nicht kennen, Blickkontakt, das ist schon mal das erste körpersprachliche Signal. Mit dem Ziel, dass einer von den beiden wegschaut. Die Körpersprache wirkt direkt ins Unterbewusstsein und gar nicht so sehr ins Bewusstsein. Körpersprache zeigt immer in Echtzeit ihre Gefühle, Gedanken und Absichten. Und zwar egal, ob wir das wollen oder nicht. Es ist nicht verhinderbar. Jetzt machen wir ein ganz kleines Experiment. Da Sie alle sitzen, machen wir eins, das Sie im Sitzen machen können. Bitte weiten Sie jetzt alle Ihre Pupillen. Und Sie merken schon, das geht gar nicht. Neben der Haltung ist das Zweitwichtigste natürlich der Blickkontakt. Und der ist von der Länge her durchaus kulturell unterschiedlich. Wichtig ist aber immer, Körpersprache ist weitgehend global. Trotzdem, schauen Sie sich um, jeder von Ihnen hat eine andere Körpersprache. Und natürlich hat es was mit Ihrer Persönlichkeit zu tun. Wer macht die? Genau, ja, die Cosa Vuoi. Die gibt es tatsächlich nur in Italien. Übrigens, was ist das? Toter Italiener. Haben Sie da weggekannt? Okay. Präsentieren ist ein Mix aus Spannung, Dramaturgie, Emotionen, guten Folien, aber vor allem auch, wie derjenige, der präsentiert, es macht. Also Körpersprache, Stimme, all diese Dinge, sich selbstsicher fühlen und souverän rüberkommen. Frage an Sie, kann man zu viel Gestik machen? Was denken Sie? Hör sofort einige Ja oder sehe sehr viele Nicken. Meine Antwort ist Nein! Wenn Sie sich öffnen, wenn Sie viel Gestik machen, wenn Sie große Gestik machen, dann wirken Sie souverän und keinesfalls mehr unsicher. Thema Körpersprache ist schon länger für mich auch ein Thema. Und wie man einfach mit kleinen Gesten was ändern kann, indem das mal Gesten wirken lässt. Bin ich auch ein Klassiker, ja? Ich bin ein bisschen hektisch, lebhaft. Ich mache eine Geste und schwupps ist sie weg. Aber muss ja nicht sein. Wie wir gerade gelernt haben von Michael Mösslang, die Geste auch mal stehen lassen. Also ich fand es sehr gut, der hat es auch gut rübergebracht, für einen Laien auch verständlich, war okay. Hat gute Anstöße gegeben, etwas, was in meinem Kopf gerade schon arbeitet, hat mir jetzt angespornt, daran weiterzuarbeiten. Deswegen fand ich das jetzt richtig super. Wenn Sie nur Kleinigkeiten verändern an Ihrer Körpersprache, werden Sie merken, was das für einen Riesenunterschied macht, und zwar in jeglicher Situation. Wie lange dauert der erste Eindruck? Vielleicht haben Sie schon mal irgendwo eine Zahl dazu gehört. Neueste Studien sagen 150 Millisekunden. Aber 150 Millisekunden ist verdammt kurz. Wenn Sie gewohnt sind, die Sekunde mit 21 zu zählen, dann ist das gerade mal das Ei. Ei, und schon haben Sie sich eine Meinung vom anderen gebildet. Das Dumme, der von Ihnen ebenfalls. Und jetzt kommt die berühmte Frage, wohin mit diesen blöden, ausgefransten Dingern, die da aus den Ärmeln raushängen. Weil wenn man sich beobachtet fühlt, und es ging ja Tom so, er hat sie dann nach hinten genommen, dann wissen wir plötzlich nicht mehr, wohin damit. Und die meisten machen es eh schon richtig, einfach hängen lassen. Wenn Sie oder Ihre Mitarbeiter oder Führungskräfte besser und spannender präsentieren wollen, überzeugender präsentieren wollen, dann sprechen Sie mit mir über ungenutzte Potenziale, denn da ist vieles möglich und es ist auch gar nicht so schwer, wie es manchmal klingen mag. Es kann sogar richtig Spaß machen.